Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der Rewe-Lieferservice war mal wieder da, ihr Lieben. Und ja, es ist ein ziemlich großer Einkauf geworden, aber ich gehe ja so eigentlich fast überhaupt nicht mehr einkaufen. Nach Möglichkeit tue ich mir das nicht mehr an. Aber natürlich gelegentlich für irgendwelches frische Zeug, da geht man noch mal los. Aber wie gesagt, eigentlich beziehe ich mich nur noch auf den Rewe-Lieferservice, ja? Und da fange ich jetzt einfach mal an, euch die Produkte, die ich bekommen habe und die ich geordert habe, vorzustellen. Als erstes gibt es von Iglo den Rahmspinat mit dem Blub. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. So, dann auch mal was Fleischiges wieder zwischendurch, obwohl ich da ja eigentlich nicht mehr so drauf jeck bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ab und zu mal, aber ich esse auch manchmal sehr viel vegetarisch oder auch vegan. Hähnchenbrust-Innenfilets. Ganz frisch, die waren gerade erst da. Ja, dann habe ich gedacht, so ein schönes Steak mit einem schönen frischen Salat könnte ich mir doch auch mal wieder gönnen. Ja, und dann habe ich mir mal so ein schönes Stück Rinderhüfte bestellt. Oh, die Veganer und Vegetarier sollten jetzt wegsehen, liebe Leute. So, dann geht's mit der Wurst munter weiter. Das ist ein Mettwurst, Zwiebelmettwurst. Auch so schön auf einem leckeren Stückchen Brot. Dann habe ich mir mal fertig bestellt Rosmarinkartoffeln. Die würden zum Beispiel ja schon mal sehr gut zu dem Steak passen, könnte ich mir vorstellen. Oder? Was meint ihr? Sieht doch auch sehr lecker aus. Ja, was hier drin ist, ich denke mal, das ist ein Aufschnitt. Den mache ich jetzt aber nicht extra auf. Ich glaube, das sind so, ist so Krustenbraten in Stücken. Mag ich auch ganz gerne. Wahrscheinlich direkt von der frischen Theke abgepackt worden, deswegen auch eingepackt, ne? Dann frischer Salat fertig abgepackt mit Frisee, Endivien, Babyspinat und Radicchio. Mild und würzig. Davon? Ne, ist von Florett. Ich dachte schon, Monduell macht ja auch diese Salatmischungen, ne? Kann man auch immer gut gebrauchen. Ja, dann habe ich mir meinen Emmy Kaffee bestellt. Das ist jetzt Latte Macchiato. Da habe ich dann, glaube ich, auch noch Cappuccino und Vanille, jeweils zwei. Hier ist er in Vanille. Kann ich nur empfehlen, schmeckt total lecker. Ja, hier nochmal Emmy. Also wie gesagt, den habe ich mehrmals. Das ist jetzt wieder Latte Macchiato. Ja, hier muss aber auch noch ein Cappuccino sein und da ist er auch schon. So, alles von Emmy. Ich mag die sehr gerne. Dann habe ich mir bestellt, zack, die Tüte ist fort. Osterzeit, jetzt schon. Räucherlachs. Den esse ich nicht alleine, liebe Leute. Da habe ich dann noch einen guten Mitesser an meiner Seite. Ja, der Mitesser ist mein Kater Paris. Die Tüte ist runtergefallen. Ist da noch was drin, was ich euch zeigen wollte? Ja, hier ist noch einmal Aufschnitt drin und zwar Steinhaus Schweinebraten. Ja, also nicht, dass ihr glaubt, ich esse jetzt den ganzen Aufschnitt am Stück. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ich friere da auch einiges von ein. Ja, dann kommen wir mal zur Pizza. Habe ich ewig nicht gegessen von Wagner Spargel-Schinken-Pizza. Die sieht doch richtig gut aus, oder? Ewig lange keine Pizza mehr gegessen. Und weil es so schön ist, noch eine. Die Big City Pizza mit Pepperoni, Salami, Tomatoes, Basil-Sauce, Mozzarella und Pecorino-Käse. Echt Wagner. Die sieht doch auch richtig gut aus. Ja, manchmal muss es auch mal Pizza sein. Man kann sich ja nicht alles verkneisen in diesem Leben. So, dann kommt mal was Gesundes. Zitronengras. Ja, ich koche sehr gerne asiatisch und da kann man das Zitronengras sehr gut verwenden. Dann frische Heidelbeeren, 125 Gramm.
Ja, es muss auch was Gesundes sein, liebe Leute. Ziehen wir mal die Tüte ein bisschen näher ran. Dann habe ich mir Kaiserschoten bestellt. Die kommen auch. Ah ja, und dann wieder was Ungesundes. Das muss aber wieder auch mal sein. Paprika-Ecken habe ich ewig nicht gegessen von Fanny Frisch. Kennt ihr die? Ja, oh, die sind so lecker. Leckerschen, zückerschen. Ja, dann geht's gesund weiter hier bei uns. Frische Tomaten. Könnt ihr die so sehen? Die sind ja mal nicht mit Plastik verpackt. Ja, was ist das denn? Das ist ja ein echtes Wunder. Ich weiß bald gar nicht mehr, wo ich das alles lassen soll hier. Ja, dann musste es sein. Zweimal von Maggi Brühe mit Rind. Die brauche ich wirklich für so, so viele Sachen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, und dann mein heißgeliebtes Pak Choi. Ja, was habe ich damit vor? Pak Choi könnt ihr vielseitig verwenden. Ihr könnt es zum Beispiel in Glasnudeln mit reinmachen. Also ihr bratet das schön an, die Glasnudeln lasst ihr vorher in kochendem Wasser kurz ziehen. Dann kommt da Paprika rein, Zitronensaft, Ingwer kommt da rein und ein bisschen Schärfe, ein bisschen Chili, Zitronensaft, Honig. Ja, und das gibt so ein tolles Essen. Wenn ihr es vegetarisch haben wollt, braucht ihr da nichts weiter rein zu tun. Mögt ihr aber lieber ein bisschen Fleisch dazu, würde ich euch empfehlen, ein Hähnchenbrustfilet mit hineinzuschneiden. Ja, ein sehr, sehr leckeres Gericht, das ich liebe. So, dann nochmal Fanny Frisch, die Fritsticks. Wer kennt sie nicht auch? Wer liebt sie nicht auch? Oh, ich liebe sie. Aber wie gesagt, das kommt bei mir alles in Maßen. Und glaubt jetzt ja nicht, dass ich das alles an einem Tag futtere. Nee, ganz bestimmt nicht. So. Paprika-Mix, zwei rote, eine orange oder gelbe Paprika, sagen wir jetzt mal dazu. Hier sieht es aus wie bei, naja, was haben wir noch? Ein schönes Brot habe ich dann noch gekauft und zwar Paderborner Landbrot, ja, kann man ja auch vielfältig mit Käse oder Wurst, wie man möchte. So, es geht noch weiter, liebe Leute. Ja, dann habe ich mir Physalis geholt. Da hatte ich einfach mal Bock drauf. Das esse ich auch zwischendurch mal sehr gerne. Ein Äpfelchen durfte mit. Zwei Auberginen durften mit. Auberginen gefüllt, habt ihr das schon mal gegessen mit Reis und Hackfleisch und dann mit Käse gratiniert, köstlich. Dann durfte mit eine Salatgurke. Oh, die sieht richtig gut aus, würde ich sagen. Dann durften mit Zitronen, die ich für das Glasnudelgericht ja brauche, von dem ich euch eben erzählt habe. Dann durfte eine Birne mit. Könnt ihr wunderbar anrösten und dann zum Salat essen mit Honig gratiniert. Und nochmal Tomaten. Ja, wir haben ja noch nicht genug davon. Dann habe ich geholt dreimal Passionsfrucht. Esse ich auch total gerne. Und Ingwer. Frisch, wie gesagt. Den brauche ich auch. In der asiatischen Küche. Ach, Knoblauch kommt natürlich auch noch an dieses Glasnudelgericht dran. So, dann geht es noch weiter mit Frühlingszwiebeln. Die hören auch dran. Dann habe ich mal vakuumierten Mais gekauft. Schön gegrillt, schmeckt auch sehr, sehr lecker. Dann eine Dose Goldmais von Bonduelle. Hier die besagten Glasnudeln, ohne die dieses Gericht nicht funktionieren würde. Dann einmal von Haribo Frutimania, da kann ich mich auch reinsetzen.
Dann einmal Lachgummi-Joghurt. Das ist praktisch dasselbe wie Fruchtinemia. So, und das hier alles, was jetzt hier noch in dieser Tüte ist, ist alles für den Sonnenschein, für den Paris. Da gibt's Schäber. Nochmal Schäber. Da gibt's Poesie. Mag er auch sehr gerne mit Pute. Dann mag er von Felix sehr gerne das hier mit Huhn. Oh, der Gourmet mit Lachs und Huhn. Er mag aber auch gerne Lachspastete von der Rewe Eigenmarke. Ja, ich will euch jetzt nicht die ganzen Sorten hier präsentieren, weil ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu langweilig. Entenpastete gibt es auch noch, auch von der Rewe Eigenmarke. Ja. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt. Es fehlt noch eine Tüte, liebe Leute. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich war mir doch sicher, ich hatte eine Dose Erbsen und Möhrchen von Bonduelle bestellt. Da ist sie. So, was haben wir hier noch? Noch ein Brot. Ein Vollkornbrot. Dann haben wir einmal von Mutti die passierte Tomatensoße. Kann ich nur empfehlen, die ist wirklich, wirklich köstlich, wer die noch nicht kennt. So, der Kater ist auch schon ganz nah, der ahnt, dass es gleich was Gutes gibt. Dann habe ich mir mal einen Tafeltraubenmix geholt, kernlos, rot und weiße Trauben. Habe ich auch ewig nicht gegessen. Paris, lass die Tüte in Ruhe, ich muss da noch dran. Dann sind noch da 6 Bio-Eier. Ich weiß gar nicht, sind die weiß oder gelb. Oder braun, beziehungsweise sie sind braun. Habt ihr das auch so, dass euch weiß oder braun besser gefällt? Also ich bevorzuge eher die braunen. So, und dann gibt es noch, wie könnte es anders sein, natürlich wieder Gummitüsch, die Milchgeister. Ja, von Lachgummi. Ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt alles auf Vorrat gekauft, denn ich habe keine Lust, durch die Geschäfte zu irren und danach zu suchen und zu sehen, das ist wieder nicht da und das ist auch wieder nicht da. Also bestelle ich es dann lieber, dann habe ich alles zusammen. Ja, liebe Leute, das war der Food Haul auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich sage bis bald. Eure Cassandra. Ciao, ciao.